Ja, das Ziel heute Nachmittag zum Live-Trading der US-Session mit Marc Pötter anwesend, ja, seid bzw. sind. Und mal schauen, was die Märkte heute machen. Gestern war ja ein turbulenter Tag, natürlich auch durch ja, externe Faktoren getrieben. Da war ja das Interview von Trump und einige Earnings-Daten kamen ja auch noch raus. Mal schauen, wie der heutige Tag wird. Und bevor ich aber jetzt final übergebe, wie immer der Risikohinweis. Natürlich möchte ich mich ja kurz vorstellen für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich freue mich natürlich und begrüße Sie im Namen von FX Flat. Aber nichtsdestotrotz dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, ganz wichtig, unabhängig vom Inhalt, also ob Marc entsprechend dein Trade macht oder nicht. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen und sollten dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, von meiner Seite aus war es das erstmal. Ich begleite das Webinar wie immer und werde hin und wieder mal meinen Kommentar dazu abgeben oder irgendwelche wichtigen Informationen noch ergänzen. Aber ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Erfolg und viel Spaß mit Marc. Ja, danke dir, Nelson. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich übertrage mal eben meinen Bildschirm, dass wir direkt loslegen können. Ganz kurz vorneweg, wer mich noch nicht kennen sollte, Marc Pötter, mein Name. Seit 13 Jahren Personal Trader und Investor. Wie ihr seht, ich bin nicht von FX Flat. Ich habe eine eigene Firma, Smart Markets, wo wir vorwiegend Daytrading betreiben, Handelssystem entwickeln und dergleichen. Und auf der anderen Seite sind aber auch über 90% meiner Altersvorsorge in Aktien. Deswegen sind das so die beiden Schwerpunkte, die ich habe. Bin ausgebildeter Analyst und Diplomkaufmann und man könnte mich auch von der einen oder anderen Veranstaltung kennen. So, aber das ist genug zu mir. Wir wollen jetzt direkt mal in die Märkte gehen, was Nelson gerade schon angesprochen hat. Wir hatten ja gestern den großen Ausverkauf gehabt im Nasdaq. Ich zeige das mal eben hier im Tagescharter, da sieht man es besser, da wo wir hier im Prinzip richtig stark runter sind. Da ist auch eine Nvidia zu meinem Leidwesen um über 6% runter. Adobe ist stark runter. Tencent, Meta auch knapp 6%. Kam wohl vor allen Dingen auch daher, dass ASML hat wohl schlechte Zahlen rausgebracht. ASML ist ja quasi die Vorstufe für Nvidia, für Chips. Also die bauen im Prinzip Anlagen, mit denen man Chips herstellt. Da sind die mit einem zusammen Weltmarktführer. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen so ein Indiz, dass da vielleicht die Nachfrage nach Chips irgendwo abflauten könnte. Nichtsdestotrotz, was wir häufig sehen hier, ist, und ich mache da vielleicht mal ein neues Chart auf. So, da möchte ich mich einmal den Smart Trend Indikator rausnehmen, dass wir die Kerzen auch richtig rot sehen. So, wenn ich dann jetzt nochmal ins Tagesschart gehen, dann sehen wir hier auch, ne, dass wir gerade nach so einem Tag, wenn es richtig stark runtergeht, haben wir ja vor einigen Tagen schon mal gehabt, typischerweise auch die Märkte wieder hochgekauft werden. Ne, das haben wir häufig, gerade im Tech-Bereich, dass dann so nach dem Motto Buy the Dip, dass halt dann Leute wieder einsteigen. Und auch das haben wir bisher heute auch. Ja, wir sehen es also, Nasdaq hat hier unten aufgemacht heute Morgen, also das ist jetzt aktuell noch vorbörslicher Handel. Und wir sind aber auch schon wieder, was haben wir denn da, um 140 Punkte drauf. Ja, und auch Nvidia ist zum Beispiel auch schon wieder von 117 jetzt aktuell vorbörslich auf 121. Also auch die Tech-Werte steigen. Ja, deswegen müssen wir gleich mal gucken, wer jetzt, also von daher für mich noch nicht favorisierend, dass ich unbedingt jetzt hier Short reingehen möchte. Einfach aus dem folgenden Grund, das zeige ich nochmal eben. Hier nochmal aus dem Chart wieder raus. Ja, wir sehen es hier, wir sind langfristig im Nasdaq. Ja, trotz der Korrektur gestern noch im stabilen Aufwärtstrend. Also es ist ganz normal, dass wir halt auch mal Korrekturen haben. Wir sind da einfach, würde ich mal sagen, relativ verwöhnt, weil so diese etwas stärkeren Korrekturen hier, die kommen relativ selten. Wir haben ja sonst tatsächlich, dass es eigentlich durch die Bank weg nach oben geht. Und deswegen ist natürlich dann halt so eine Korrektur erstmal, wollte alle aufschrecken, aber zumindest von der Trendtheorie her, und das ist das, wonach ich mich hangel. Also ich möchte nicht so gern beurteilen, ob der Markt teuer ist oder nicht. Einfach halt deswegen, weil so Märkte, die können sehr, sehr lange übertreiben. Deswegen ist das für mich zweitrangig. Der Markt war auch nach Aussagen von vielen Analysten schon im Oktober letzten Jahres überteuert. Das war hier.
Ja, hier zu diesem Zeitpunkt, da haben tatsächlich auch viele Vermögensverwaltungen gesagt, wir trennen uns von Aktien, ne, zum exakt schlechtesten Zeitpunkt. Ja, und deswegen ist halt das etwas, dass ich damit mit solchen Prognosen fundamental vorsichtig bin, sondern da gehe ich tatsächlich eher nach der Charttechnik. Und solange der Aufwärtstrend für mich intakt ist, dann möchte ich also auch den Aufwärtstrend halt weiterfahren. Das vielleicht so ein bisschen zum Hintergedanken, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann. Wir sehen also auch hier im Dow Jones, da war es zum Beispiel ganz anders. Wenn wir hier mal auf das Tageschart gehen, da sehen wir, dass die letzten Tage, wo eigentlich die Tech-Werte so abverkauft worden sind, der Dow Jones einfach halt rapide angestiegen ist. Also wir sehen, dass also nicht der allgemeine Aktienmarkt gefallen ist, sondern tatsächlich speziell die Tech-Werte aus den Gründen, die halt Nelson eben sagte und halt auch die ich jetzt gerade sagte mit ASML. Also es waren eher so ein bisschen hausgemachte Gründe. Also von daher Dow Jones definitiv noch im Aufwärtstrend. So, da können wir also hier auch zurück auf Stunde und dann einmal auf 5 Minuten. Bei Stunde würde ich mir einmal gerne dieses alte Hoch hier markieren wollen, dass wir das drin haben. So. Und hier im Nasdaq, da ist es auch interessant, Hoch von gestern und hier dieses Zwischentief. DAX sieht ein bisschen anders aus. Da können wir auch nochmal eben aufs Tageschart gehen. Ja, hier sehen wir, dass wir definitiv auch noch im Aufwärtstrend sind, aber eigentlich können wir sagen, so seit April, ja, zwar mit höheren Hochs, ne, beziehungsweise hier kann man sagen, eigentlich seit Mai sind wir jetzt schon so ein bisschen im Seitwärtstrend, sind eigentlich in so einem Dreieck drin. Also da ist halt die Frage, ob wir dann nach oben ausbrechen oder ob wir das dann dass dieses Dreieck hier dann nach unten ausbrechen. Ne, das werden wir mal sehen. Also da haben wir nicht so einen starken Trend, wie wir das zum Beispiel jetzt im uns hatten. So, dann gehe ich auch mal hier zurück, 5 Minuten. Interessant noch für uns die aktuellen Daten. Ja, wir können hier sehen, dass die Zinsentscheidung ja heute schon war. Und wie erwartet, hat die EZB den Zins belassen bei 4,25%. Na, müsste eigentlich stehen, weiß gar nicht, warum das hier noch nicht eingetragen ist. Also da hat sich nichts geändert, was ihr dann immer mal machen könnt, was ich so ganz, ganz gut finde auf dem Handelsblatt. Ja, da kann man also auch dann, das ist meistens auch direkt auf der Startseite, also Finanzen, Geldpolitik, ne, und dann kann man sich das direkt anschauen, was die Lagarde sagt. Das haben die recht schön gemacht, nur dass man also sieht, bleibt bei 4,25%. Das Anleihekaufprogramm, das bleibt unverändert und dann kann man so ein bisschen so die wichtigsten Dinge halt durchlesen. Also unter anderem ist jetzt auch hier drin, dass sie davon ausgeht, dass die Inflation weiterhin bei über 2% bleibt. Ja, und das wundert einen nicht. Wir können nämlich da mal schauen. Wir haben nämlich als größte Position, das ist der Warenkorb hier. Das heißt, das ist dieser Korb, wonach die sich die Inflation richtet. Und da sehen wir, dass wir einen sehr großen Batzen, ja, knapp 45%, also fast die Hälfte, haben wir hier bei Wohnen und bei Energie und bei Verkehr. Und Verkehr ist ja letzten Endes auch halt Energie. Ja, also von daher haben wir halt einfach fast die Hälfte des Warenkorbs ist Energie. Und da wissen wir, dass die Preise noch nicht so sind, wie sie halt eigentlich sein sollten. Ne, wir haben ja auch gesehen, dass die Industrieproduktion deswegen sehr stark eingebrochen ist und wo ihr immer mal schauen könnt. Ich habe so einen Börsenstromanbieter, wo man den Börsenpreis bekommt. Ja, das zeige ich euch mal hier. Ne, da kann man mich dann zum Beispiel schauen von heute und von morgen. Da seht ihr hier zum Beispiel, dass wir heute Abend auf 46 Cent gehen, die Kilowattstunden. Und das ist richtig viel. Ja, und wir sehen hier, dass wir aktuell 30 Cent haben im Durchschnitt heute. Und ich kann euch sagen, dass wir, also von der App her, hatte ich im Januar eigentlich so durchweg bis Mai, ich sag mal so Pi mal Daumen, hatten wir so 21 Cent. Ja, das heißt also, die schreiben zwar dann, dass auch gerade die Energiekosten runtergingen, aber wenn ich mir das einfach in der App anschaue, ja, dann sehe ich halt, dass also von daher gehe ich oder also würde ich da halt zustimmen, wenn sie sagt, dass die Inflation noch nicht so einfach runterkommt, einfach weil der große Batzen halt entsprechend das hier ist.
Na, und wer das auch mal schauen will, der kann auch auf die Seite, wir haben es jetzt hier, na, also hier gibt es auch nochmal so eine Aufstellung, also wen das interessiert, hier sieht man ganz genau, für was welcher Wert angesetzt wird in diesem Warenkorb. Ist also auch eine subjektive Sache, der wird halt auch immer mal wieder angepasst, aber einfach, dass ihr mal seht, wie so etwas aussieht. So, genug dazu, wir wollen in die Märkte gehen. Einfach nur so ein bisschen Hintergrundinformationen. Wir haben nämlich jetzt 25, also 5 Minuten machen die Amerikaner auf. So, wir haben hier auch die starke Unterstützung, die dann für mich zum Beispiel interessant sein wird. Da gehe ich nochmal hier auf die 5 Minuten im Dow Jones. Haben auch hier unten den nächsten Pivotpunkt, also auch immer starke Unterstützung im Intraday-Handel. DAX setze ich jetzt auch mal hier auf 5 Minuten. Ich glaube, Taiwan Semiconductor bringen heute auch Zahlen raus, oder? Oder haben schon? Kann sein, ja, das kann sein. Das wird auch Und noch die sind mal ein ja bisschen. so mit der größten Auftraggeber. Ja, wollte gerade sagen, das bringt auch noch ein Also bisschen ich meine, von denen. Musik rein, ne? Ja, also meine letzte Information ist, dass die 90% der Chips als Auftragsfertiger herstellen, also weltweit. Und das ist ja einfach der Wahnsinn, wenn man überlegt, dass also 9 von 10 Chips aus Taiwan kommen. Nur 2 Minuten haben wir noch. Mal schreibt schon jetzt auch jetzt long. In welchem Markt meinst du? Dow Jones, Nasdaq, also ich favorisiere aktuell Nasdaq Long, wie gesagt, weil es halt häufig so ist, dass da so ein starker Abverkauf dann doch gut wieder zugekauft wird. So, 50 Sekunden noch, dann kommt die Markteröffnung. So.
So, ich würde deswegen auch jetzt gerne einen Ausbruch handeln wollen, na, weil er auch eben hier an diesem Bruch schon mal dran war, dass ich hier einsteigen möchte und dann mit dem Stop-Loss hier relativ knapp drunter. So per Stop-Order einsteigen möchte. Ich sag mal Ordern. So, Chart wieder ausmachen. Also, dass man das nachvollziehen kann. Ich hole immer im Vorfeld meine Meinung also im vorliegenden Fall über den Trend, beziehungsweise auch über dann ganz gewisse Statistiken, wie zum Beispiel, dass ich halt weiß, wenn so ein extremer Abverkauf da ist von den Tech-Werten, dass das dann gerne auch mal wieder zugekauft werden kann. Das heißt natürlich nicht, dass es das jetzt heute auch so sein muss. Das ist ja immer nur eine statistische Wahrscheinlichkeit. Also das heißt, ne, das ist halt dann nicht mehr Zufall, sondern sagen wir mal, in 6 von 10 Fällen kommt das so, aber in 4 Fällen natürlich kommt es nicht so. Ja, und halt auch, ich gehe immer halt gerne mit dem übergeordneten Trend. Ja, und das sind eigentlich so die Hauptregeln, die ich halt habe, weil ich halt weiß, dass wenn ich mit dem Trend gehe, dass natürlich auch da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kurs sich in Trendrichtung weiter bewegt, höher ist, als dass er sich gegen den Trend bewegt. Warte mal, geht das jetzt weiter runter. So, warten wir mal ab. Dow Jones steigt. Würdest du deinen Stop jetzt da lassen, wenn der Ausbruch kommen würde, oder würdest du den anpassen unterhalb der Kerze? Ich würde, glaube ich, jetzt sogar gleich nochmal den bisschen runterziehen, weil in dem Moment, wenn der Kurs hier oben hinkommt, dann sollte er meines Erachtens auch das Hochbrechen. Und dann, oder sagen wir, meine Überlegung ist, dass der Kurs dann hoffentlich mit Druck hier durchgeht. In dem Moment würde ich halt auch schon dann den Stop-Loss nachziehen, weil ich erwarte, dass wenn er durchgeht, dass er mit ordentlich Druck durchgeht. Ich will also quasi den direkten Ausbruch handeln und nicht, dass er halt dann nochmal zurückkommen kann. Ja, und das möchte ich mir in dem Sinne halt auch dadurch erkaufen, dass ich einen relativ engen Stop habe, weil dann natürlich wiederum das meine Risikoeinheit ist und ich dann natürlich, wenn er oben durchläuft, dann auch ein Vielfaches verdienen kann. Also von daher möchte ich ganz gezielt hier nicht viel Puffer geben, sondern ich sag mal eher in Anführungszeichen mehr Risiko eingehen, weil ich davon ausgehe, dass wenn er hochkommt, dass er dann auch direkt durchbricht.
Gucken wir mal. War noch, ziemt er sich nicht, dass er hochgeht, aber das ist auch nicht schlimm. Deswegen ist ja die Buy-Stop-Order drin, damit, wenn er durchfallen sollte, dass ich dann zumindest dann nicht dann in den Abschwung in das fallende Messer reingreife. Also ich will schon sehen, dass er entsprechend Momentum mal für Long bekommt und auch tatsächlich hier etwas hochbrechen kann. Alles noch sehr verhalten. Ja. Aber macht ja nichts, das kann ja gleich noch kommen. Schauen wir mal. Ja, und wenn der auch dann so auf der Stelle in Anführungszeichen vor sich hin tickert, na, dann ist halt auch für mich immer interessant, dass ich dann erstmal nichts mache, ne, weil da habe ich keine Ahnung, ob der jetzt tatsächlich hochgeht oder ob der fällt. Das ist eine Zufallswahrscheinlichkeit. Und deswegen sind das die Punkte, wo ich dann erstmal gar nichts mache. Aber DAX zählt ein bisschen an, ne? Ja. Ja, zumindest schon mal hier über dem Hoch drüber. Also so darf der Ausbruch gerne hier im Nasdaq auch kommen, wenn er denn kommt gleich. So, Nasdaq wird ein bisschen stärker. Interessant ist, dass jetzt der Dow Jones und der Nasdaq parallel steigen. Das haben wir sonst eher nicht so. Aber wäre schön, wenn heute so grundsätzlich ein positiver Aktienmarkt käme. Fällt aber erstmal weiter. Also auf dem Handy sehe ich parallel auch auf die Tech-Wette fallen, Nvidia auch und so. Sieht anscheinend erstmal nicht so aus, als wenn er da hochkäme. Wann wäre dein Setup nicht mehr valide?
Wenn der hier unten an die Tiefs geht, dann würde ich es erstmal halt raus machen, weil dann ist auch die Strecke, die er halt hochgehen muss, um hier hinzukommen, zu weit, dass man da sagen kann, dass er direkt durchbrechen sollte. Ja, also eigentlich im Prinzip ist das ein schönes Setup, was ich gerne handle, wenn der Kurs irgendwie sowas macht, Sinn, sag mal so läuft so und er läuft dann so ein hoch so ein paar Mal dran, na, hat halt hier relativ wenig Wohler und dann sollte eigentlich auch dann Deutsche durchsprechen. Und in dem Moment, wenn er weiter runter muss, sehr weit ausholen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass er hier nochmal hingeht und dann erstmal wieder abverkauft wird. Also dann würde ich ihn gleich entsprechend rausnehmen, wenn er jetzt noch weiter hier Richtung tief geht. S&P 500 auch noch unentschlossen im Moment. Also tatsächlich DAX und Dow eher seit der Öffnung auf der Long-Seite. Ja, das könnte ich doch mehr Druck machen. Einmal schreit, er handelt Gold in 30 Minuten. Ja, und da ist für ihn der Ausbruch Short aktiviert. Ja, das kann gut sein, dass jetzt Gold jetzt hier fällt. Ne? Wir haben jetzt das hoch gehabt und dann Rücksetzer kann ich sehen, dass wir jetzt hier auch noch ein tiefes Tief machen oder zum nächsten Pivotpunkt gehen. Ich drücke die Daumen. So, wir sind beim Tief, dann kann ich die hier wegnehmen. Jetzt wäre für mich interessant, dass der Nasdaq halt auch das Tief hier unten bricht. Weil wir haben natürlich hier oben haben wir ganz knapp, hat er das Hoch nicht gebrochen. Ist ganz knapp vorgedreht. Unten ja diese Tief. Dann wäre natürlich die Trendfortsetzung ganz klassisch, dass wir also hier drunter gehen. Und wenn er das macht, dann ist für mich interessant zu gucken beim Rücksetzer, dass man dann entsprechend Short einsteigt. Ich will ja nicht, also wenn meine Ursprungsmeinung einfach war, wir eben aufhören, weil von der Statistik her die Gegenwind kommen kann. Wenn ich sehe, dass der Trend umkehrt kurzfristig, ja, dann möchte ich mich da natürlich dann auch nicht gegen den Markt stellen, sondern natürlich ich will immer tendenziell ja mit dem Markt einsteigen. Sind gleich am Tief dran da unten. Das will ich nochmal einzeichnen hier. Wir haben das Gap vom Vortag hier oft noch.
Der Kurs hat hier zugemacht, hat hier oben aufgemacht. Also das ist auch noch eine sehr starke Unterstützung, auf die ich achten möchte. Auch hier, na, das sieht zwar viel aus, aber wir sehen, dass die Gleite im Durchschnitt sich noch gar nicht bewegen. Na, also tatsächlich eher noch so eine etwas größere Seitwärtsphase. Das ist auch der Grund, weswegen ich gerne darauf warten möchte, dass zumindest mal irgendwie aus dieser Phase ausbricht, dass wir so ein Indiz haben, geht es jetzt tatsächlich weiter nach oben oder geht es irgendwie oder kann es weiter runtergehen. Ne? Was natürlich nicht heißt, dass wenn ihr das tiefe Tief macht, dass es direkt weiter runtergeht. Das ist ja das, was wir häufig auch sehen, sowas hier, na, er unterbietet das Tief, wird erstmal komplett hochgekauft, aber im Nachhinein fällt er dann erst. Also das sind die Sachen, die nicht ganz so trivial sind, wie man das als, als Daytrader gerne hätte. Ja, also es wird nichts dagegen sprechen, zum Beispiel in so einer starken Unterstützung Long einzusteigen, um dann später dann sowas zu gucken, ob man dann irgendwo Short einsteigen kann. Das sind halt die Sachen, die das Daytrading halt auch so schwer machen, weil es halt, wie gesagt, nicht dann ganz klar nach einem Regelwerk gehen kann, weil die Trends halt immer etwas anders aussehen, sich auch immer wieder abwechseln, ne, weil es dann einen Trend im 1-Minuten-Chart gibt, im 3-Minuten, im 5-Minuten, 15, eine halbe Stunde, Stunde und so weiter. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Faktoren, die man sich anschauen könnte. Und deswegen ist natürlich immer noch ein bisschen Subjektivität da. Und deswegen ist so mein Tipp für diejenigen von euch, die sich da auch noch vielleicht ein bisschen hilflos fühlen. Ich würde dann da halt auch bei einer Zeit einer bleiben. Ich würde mir den übergeordneten Trend anschauen, aber ich würde dann zum Beispiel jetzt nicht 1 Minute wechseln auf 5 Minuten, auf 15, auf 30 und dergleichen. Das ist meines Erachtens nicht unbedingt nötig, aber auch da, wenn du das machst und du hast damit Erfolg, dann ändere es auf gar keinen Fall. Das ist so eine alte Börsenregel. Wer Erfolg hat, hat Recht. Und das ist jetzt nur das, dass ich so ein bisschen aus meiner Erfahrung sage. Wenn es bei dir noch nicht klappt, auf was ich jetzt da entsprechend machen würde. Jetzt kommt DAX auch wieder runter. Jetzt hier eher eine inverse Schulter, Kopf-Schulter, was aber im Prinzip nichts anderes ist halt, also die Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die kommt hier, dass man einen Trendbruch hat. Also bei der Inversen ist halt so, dass wir diesen Trend hier so haben. Und das erste Anzeichen des Trendbruchs ist ja, dass wir kein tiefes Tief mehr machen. Also, dass der entsprechend hier runtergeht, macht kein tiefes Tief, geht hoch. Und dann haben wir hier unsere Schulter, also unsere inverse Schulter-Kopf, Kopf-Schulter. Und dann sagt man sogar quasi, dass das zweite Merkmal ist, dass er hier über das alte Hoch ausbricht. Und dann haben wir hier sozusagen diese Nackenlinie.
Und deswegen ist da, wenn er hier drüber geht, dass man dann einsteigen sollte, weil dann eigentlich die Kriterien eine Trendumkehr, nämlich höheres Tief und dann hier auch mit dem Ausbruch typischerweise das höhere Hoch stattgefunden hat. Also von daher, auch da ist es so, dass man gar nicht alles braucht. Also ich muss, wenn ich, sag mal, gut in der Trendtheorie bin, dann brauche ich keine Schulter-Kopf-Schulter. Andersrum, wenn ich Schulter-Kopf-Schulter öffne, dann brauche ich in dem Sinne keine Trendtheorie oder sowas. Ne, weil die eigentlich auf den ähnlichen Annahmen fußen. Euro, US-Dollar kommt auch runter. Ich glaube, man hat mich nicht gehört. Jetzt nochmal eben. Ich wollte gerade Also, was sagen, ja. tatsächlich. Ich habe schon bei mir geguckt, ob Genau, irgendwas also, ist. genau, was ich sagen wollte, ist, dass er also tatsächlich erst jetzt mit der Zinsentscheidung abverkauft wird. Der Euro war ja gerade in den letzten Wochen enorm stark. Ich sagte also auch im euro-australischen Dollar oder auch der euro-kanadische Dollar. Also auch die hatten zwei sehr, sehr starke Euro-Wochen hinter sich. Also war tatsächlich eine Euro-Stärke, wie man da so schön sagt. Und erst jetzt mit der Zinsentscheidung ist jetzt, und jetzt geht wieder so ein bisschen die Luft raus, nenne ich es mal. Ich möchte aber doch nochmal hier zumindest mal probieren, das Gap zu handeln. Also ich habe diese Unterstützung, mal probiere, Long einzusteigen. Mit dem Stopp unter dem Tief. Dann ein kleines bisschen Puffer. Ja, mal gucken, ob er überhaupt mal hinkommt jetzt. Den Nasdaq nämlich heute schon mal so verpasst. Und da waren nämlich über diese Abwärtsbewegung, wenn man hier ein Fibonacci drauflegt. Da war nicht wunderbar, eigentlich hier unten die 118%, wo die Order lag. Aber ihr seht, dass halt irgendwie ein Punkt oder zwei hat halt vorgedreht und läuft dann sie wunderbar hoch. Und das ist dann natürlich schade, aber gehört halt beim Traden dazu.
Schauen wir uns doch erstmal seitwärts. DAX erholt sich ein bisschen. Aber Jones hat ein Ziel heute. Ja, das sieht so aus. Schade, dass er hier noch nicht noch runter ist, weil das sind eigentlich ja die Einstiege, die ich dann gerne habe. Aber gut, das ist halt leider so. Naja, aber der zieht schön nach oben. Aber das ist halt auch immer wieder faszinierend, finde ich, dass man so gar nicht so sagen kann, welcher Index wird jetzt deutlich ziehen, welcher nicht. Also es ist immer so unterschiedlich. Also von daher bleibt es immer wieder spannend an der Börse, dass man auch immer wieder vermuten muss, wo ist denn ein bisschen mehr eine Bewegung drin, wo nicht. Und dann hoffen muss, dass man sich richtig entschieden hat. Ja. Denn einer von den Teilnehmern positioniert. War ja mal ganz interessant, ob die einen Einstieg erwischt haben. Martin, du bist doch bestimmt long. DAX long, perfekt. Das ist doch gut. Einer ist im Gold Short. Na, schreibt sogar eben hier oben gut raus und jetzt hier unten irgendwie rein. Sehr schön. Nvidia ist auch leicht zurückgekommen von dem ursprünglich plus 3% nach der Eröffnung, jetzt knapp auf 1,8% nur noch. Ja. Aber auch schon tiefer, also steigt auch wieder so ein kleines bisschen. Microsoft schwach, minus 1%. Naja, und
gestern ja auch schon richtig schwach gewesen. Apple, Amazon auch negativ, Google negativ jetzt auch. Russell heute wieder stark. Der Russell 2000. Ja. Werte. Die haben ja auch ein bisschen Nachholbedarf, ne? Die sind in den letzten 2 Jahren ja bei Weitem nicht so gelaufen wie jetzt im Nasdaq oder so. Ja, da war ein Riesengap, definitiv. Haben schon viel, viel nachgeholt jetzt die letzten 5 Tagen. Ja, schade. Ja, der wäre, das ist mir gut gefallen hier. Nehme ich den aber auch. Schon erstmal die Linie und dann die Order. Ich bin nicht so ein Freund davon, dass wenn er dann ganz kurz vor dir, dass wenn er dann nochmal runterkommt, dann ist er dann für mich die Wahrscheinlichkeit höher, dass er durchfällt. Ja, das hat nicht gemacht. Das zweite Mal heute, dass ich knapp nicht reingekommen bin, aber gut, ist halt so. Ich würde jetzt auch hier im Dow Jones für meinen Geschmack nicht nachspringen wollen. DAX haben nicht eher vormittags. Ja, also von meiner Seite, ich hätte jetzt akut erstmal kein Setup. Also dafür müsste jetzt ein Nasdaq erstmal wieder hier oben ausbrechen. Dann müsste man gucken. Aber das würde jetzt dann wahrscheinlich auch noch die letzten 5 Minuten sprengen vom Rahmen. Ja, schade halt, dass wir hier unten nicht reinkamen. Da hätte ich doch einiges drauf gesetzt, dass er das tiefere Tief macht, wenn wir reinkommen. Aber so Kleinigkeiten sind halt manchmal dann der Unterschied im Markt. Ja, kann man nichts erzwingen, ne? Leider nicht. Also von meiner Seite dann trotzdem allen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen wieder so ein bisschen einfach die Vorgehensweise erklären, dass ihr einfach so ein bisschen wisst, was ich mache. Auch so ein bisschen, wie das mit dem Warenkorb ist, dass man sich mal ein bisschen informieren kann mit dem Strompreis. Ne, also ich bin mal froh davon, dass man nicht auf irgendwelche Aussagen Glauben schicken muss, sondern dass ich halt Sachen nachprüfen kann, ne, weil dann habe ich die objektiven Fakten. Das ist ja genau das, was ich an der Börse brauche, weil die Börse richtet sich typischerweise nicht nach Meinungen in der Regel, sondern halt eher dann zumindest nach den langfristigen Fakten. Sagen wir das mal so. Super, vielen Dank, Marc, für das Webinar heute. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben und wünsche natürlich noch viel Erfolg heute und morgen. In 2 Wochen ist erstmal Pause. Da ist der Marc entsprechend im Urlaub. Wünsche ich natürlich hier auch einen wunderschönen Urlaub. Und dann geht es, glaube ich, am 15. August Danke. dann wieder weiter. Super, dann Perfekt. Dankeschön und Danke euch. du machst gerne nochmal das Schlusswort, wenn du noch sagen möchtest. Ich bin jetzt raus. Dankeschön. Ja, ich wünsche auch einen schönen Tag, gute Tipps und wir sehen uns in 3 Wochen. Ciao, ciao.